Man kann ja beides tun, man kann ja draußen hingehen, sich das anhören, ich habe es getan, gerade eben so ein bisschen, ich war auch schon vorher inkognito da kurz, und dann kann man hier reinkommen, sich das auch anhören, und wenn man das doof findet, kann man zumindest mal Brötchen essen. Und das Thema Brötchen essen würde ich jetzt erstmal in die Runde werfen, draußen steht schon was, ich schlage vor, wenn Sie möchten, nehmen Sie sich jetzt schon was, und dann sind wir in 5 Minuten soweit und starten. Wenn Sie möchten, wer jetzt was zu essen möchte, zu trinken möchte, greife bitte zu. Direkt hier links stehen Brötchen, rechts stehen Getränke. Sehr gut. So, wir haben alle recht so lange und so gut getrödelt, dass es auch noch für Professor Weil gereicht hat, ehrlich gesagt, pünktlich zu kommen, so ungefähr. Sehr gut. Hallo Harald. So, dann wären wir jetzt hier als Triumvirat vollzählig. Und ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der Landesgruppe der AfD im Deutschen Bundestag, Landesgruppe Nordrhein-Westfalen. Wir machen
Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir erzählen über das, was wir da tun. Ist ja mal ganz gut, oder? Zu erfahren, wofür das viele Geld ausgegeben wird und was das Ganze bringt oder auch nicht. Ich denke, es bringt was. AfD wirkt, man merkt es auch immer mehr draußen. Immer mehr Leute werden etwas wach, denke ich, bei vielen Themen. Und wir haben Ihnen verschiedene Themen mitgebracht, die die Fachbereiche von uns abdecken, beziehungsweise natürlich immer auch auf gewisse Weise die Aktualität einbeziehen, was Migration anbelangt, beziehungsweise auch Bauernproteste aktuell. Wir haben jetzt als ersten Redner unseren Jüngsten, den Eugen Schmidt aus dem Oberbergischen Kreis und den Schönsten sowieso, genau, 48 Jahre alt, Vater von 4 Kindern, gelernter Diplom-Informatiker, insofern auch im Bereich Digitales unterwegs im Deutschen Bundestag, aber insbesondere, da er Russlanddeutscher ist, in den 90ern aus Kasachstan zurück in die alte Heimat gekommen als Russlanddeutscher, hat er sich insbesondere im Bereich Außenpolitik vielen Themen gewidmet, die mit Russland zu tun haben und so auch dem größten Terroranschlag auf Deutsch, nein, darf ich nicht sagen? Dem Ukraine-Krieg. Insofern ein Thema, was uns leider ja schon eine Weile begleitet und auch weiter begleiten wird. Insofern, Eugen, alle hören dir zu. Ja, vielen Dank, lieber Roger, für eine sehr tolle Vorstellung. Nochmal, mein Name ist Eugen Schmidt, 48 Jahre alt, Bundestagsabgeordneter, Mitglied der AfD seit 2016. Ende 90er nach Deutschland als deutsche Rückkehrer gekommen. Man hört das von meinem Akzent. Deshalb bin ich auch im Bundestag für Themen, was Russlanddeutsche, was Deutsche in Ostgebieten angeht, zuständig. Aber dann auch, was generell die Politik der AfD im Bereich Russland und ehemaligen Sowjetrepubliken. Und dazu gehört auch natürlich Ukraine. Ukraine-Krieg, das Thema, was uns schon seit fast 2 Jahren bewegt. Also zuletzt war ich, glaube ich, vor ein paar Monaten hier mit Thema Nord Stream, auch wichtiges Thema. Und ich dachte, wenn ich wieder in Rhein-Erft bin, dann soll ich über was anderes erzählen. Heute werde ich über Ukraine-Krieg referieren. Ist natürlich kein lustiges Thema, was immer bei Roger vorkommt, aber auch über ernsthafte Themen sollte man diskutieren und erzählen. Dann fange ich mal an. Russland begann den Krieg in der Ukraine am 24. Februar 2022, also fast vor 2 Jahren. Der Tag markiert einen Wendepunkt, der Konflikt aber brodelte schon sehr lange. 8 Jahre lang tobte in der Ostukraine eine wenig beachtete, aber blutige Auseinandersetzung, die 14.000 Menschen das Leben kostete. Die aktuellen Kämpfe sind das Ergebnis einer langen Kette von Ereignissen und Fehlentscheidungen, die eine Region destabilisieren und schließlich in einer offenen Konfrontation führten. Michael, alles gut? Darf ich weiter? Danke. So, bevor ich jetzt mit Thema anfange, muss ich natürlich mit Vorgeschichte anfangen, damit man die Hintergründe versteht. Im 18. Jahrhundert eroberte Russland und unter Katharina der Großen die Krim und die Teile Schwarzmeerküste. Deutsche Siedler kamen in diese Gebiete und es entstanden wichtige Städte wie Donetsk, Luhansk, Mariupol, Odessa, Cherson, die Städte, die wir leider heute aus Kriegsberichten kennen, die damals überwiegend von in Russland lebenden Einwohnern bewohnt wurden. Im 20. Jahrhundert wurden die deutschen Einwohner vertrieben, wie wir alle wissen, und die Kommunisten, die zogen die Grenzen dann ganz neu in diesem Gebiet. Dadurch erhielt die Ukraine im Osten Gebiete, die hauptsächlich von Russen besiedelt waren. Und nach der Unabhängigkeit der Ukraine im 91 lebten 2 eng verwandte Nationen, Ukraine und Russen, gemeinsam in diesem Land. Damit man versteht, wie kam es dazu, dass in Ukraine nicht nur Ukrainer leben. Das war auch der Grund, warum die Ukraine bis Ende 2013 tief gespalten zwischen pro-westlichen und pro-russischen Lagern war. Sie profitierte einerseits von günstigem russischem Gas
und andererseits bekam sie die günstigen westlichen Kredite. Hatte aber Schwierigkeiten, ein Gleichgewicht zwischen Ost und West zu halten. 2013 lehnte der damalige angeblich pro-russische Präsident Janukowitsch ein EU-Assoziierungsabkommen ab, was zu massiven Protesten führte, der sogenannte Maidan. Die Menschen hatten auch Grund, unzufrieden zu sein. Das Land wurde von reichen Oligarchen und korrupten Politikern regiert und der Kluft zwischen ihnen und dem im Armut lebenden Rest der Bevölkerung war riesig. Letztlich ergriff die Opposition gewaltsam die Macht, entgegen den Vereinbarungen mit Präsident Janukowitsch. Diese Vereinbarungen waren auch von Außenminister Steinmeier damals mit garantiert worden. Die neue Regierung macht daraufhin Ukrainisch zur alleinigen Amtssprache, trotz einer überwiegend russischsprachigen Bevölkerung. Dies rief wiederum Widerstand im Osten des Landes hervor und kurz darauf übernahmen russische Spezialkräfte die Kontrolle über die Krim, wie wir alle wissen. Die EU unterstützte die neue ukrainische Führung, ohne die Vereinbarungen vom Februar zu beachten. In den Monaten nach der Machtübernahme durch die ukrainische Opposition übernahmen Separatisten in Teilen der Ostukraine die Kontrolle. Dies führte zu Konflikten und Todesfällen. Die neue Regierung bevorzugte militärische Lösung, was zu blutigen Auseinandersetzungen mit Separatisten führte. Das ist erstmal die Vorgeschichte. Mehrere Friedensversuche, darunter auch die Berliner Vereinbarung und die Minsker Abkommen, wurden unter deutscher Vermittlung unternommen. Damals hat sich die Bundesregierung für eine Verhandlungslösung eingesetzt, sich mit Russland abgestimmt und relativ neutral agiert. Und danach übernahm Deutschland mehr und mehr amerikanische Positionen. Und jetzt sind wir in Bezug auf die Ukraine noch amerikanischer als die, als USA es selbst sein wollen. Die Ukraine brach wiederholt diese Vereinbarungen, indem sie militärische Offensiven startete und sich einem Waffenstillstand verweigerte. Trotz dieser Verstöße wurden die westlichen Sanktionen gegen Russland verhängt, während tausende Zivilisten unter ukrainischem Artilleriebeschuss starben. In der Innenpolitik der Ukraine verschärfte sich die Ukrainisierung. Russisch wurde als Unterrichtssprache fast völlig verdrängt und sogar der Gebrauch des Russischen in Dienstleistungsbereichen wurde untersagt. Also man stellt sich das vor, man geht im Lebenslauf einkaufen und man darf heute nicht auf Russisch sagen, geben Sie mir ein Stück Brot. Also so weit ist das schon. Obwohl überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Ukraine nach wie vor russischsprachig. 2019 wurde Wladimir Zelensky zum Präsidenten gewählt mit einer Botschaft des Friedens und der Zusammenleben beider Sprachen. Trotzdem setzte er die antirussische Politik fort. Bis zum Winter 2021/22 scheiterten alle Friedensbemühungen. Letztendlich stellte Russland Forderungen an die USA und die EU bezüglich der Ukraine- und NATO-Osterweiterung, wie wir alle wissen. Und nach unbefriedigenden Antworten kam es zum Krieg. Russische Truppen griffen am 24. Februar die Ukraine an. Sie waren zahlenmäßig den ukrainischen Streitkräften weit unterlegen. Der Kreml baute offensichtlich darauf, dass ein Großteil der Ukrainer die Waffenstrecken zu den Russen überlaufen und sich als Befreier begrüßen würde. Das war aber nicht der Fall, wie damals auf der Krim. Die Position der AfD war von Beginn an klar. Der Angriffskrieg Russlands ist zu verurteilen. Der Krieg hatte aber lange Vorgeschichte. Und es ist nicht in deutschem Interesse, Russland auszugrenzen. Eine weitere Ausweitung der NATO und der EU lehnen wir ab. Waffenlieferungen an die Ukraine verschärfen den Krieg und drohen auch Deutschland zum Kriegsgebiet zu machen. Wir brauchen einen schnellen Waffenstillstand und eine Kompromisslösung. Wir dürfen kein weiteres Öl ins Feuer gießen. Und jetzt eine kurze Frage. Wie viele Deutsche lebten in der Ukraine zu Beginn des Konfliktes? Hat jemand eine Zahl im Kopf? Da lebten doch viele Deutsche. 30.000 unserer Landsleute lebten in der Ukraine zum Beginn des Konfliktes. Bei meinen Anfragen bezüglich des Schicksals dieser Menschen zeigte die Bundesregierung ein auffallend geringeres Interesse. Auch hinsichtlich der Deutschen, die freiwillig oder nicht auf beiden Seiten der Front kämpfen
und oft sterben. Diese Bundesregierung macht keine Politik für die Deutschen. Kurz nach Kriegsbeginn, und davon spricht heute kaum jemand, schienen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einen Durchbruch zu erzielen. Das war, glaube ich, ein paar Monate nach dem Kriegsbeginn. Diese Gespräche wurden unter anderem durch den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Schröder vermittelt. Die fast unterschriftsreife Vereinbarung sah ukrainische Neutralität, die Anerkennung des EU-Beitritts, Ukraine-EU-Beitritts durch Russland und Verhandlungen über die Krim vor. Beide Seiten waren zum Kompromissen bereit. Jedoch lehnte die NATO, beeinflusst durch Besuche von des US-Präsidenten und des britischen Premierministers, diese Vereinbarungen ab. Es kam leider nicht zum Frieden, das Gemetzel ging erst richtig los. Ja, ich werde jetzt nicht den gesamten Kriegsverlauf beschreiben, nur ein paar interessante Fakten. Im September 2022 führte Russland eine Teilmobilisierung durch, die zu einer Flucht junger Russen, darunter auch Deutsche, ins Ausland führte. Die Bundesregierung hat jedoch kein Interesse gezeigt, ihnen die Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen, diesen Deutschen. Die ukrainische Großoffensive scheiterte und Russland gewann im Herbst die Initiative zurück, wie wir alle wissen, und aktuell befindet sich der Konflikt in einem Abnutzungskrieg, den Russland aufgrund von verschiedenen Faktoren besser bewältigen kann. In den deutschen Medien, aber auch in der Politik, wurde das viel zu optimistische Bild gemalt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen könnte. Das ist gefährlicher Unsinn. Ein konventioneller Krieg gegen eine Atommacht ist nicht zu gewinnen. Im Ernstfall können Atomraketen eingesetzt werden mit allen daraus folgenden Konsequenzen. Die Gefahr eines Atomwaffenangriffs wird in deutschen Medien und der Politik deutlich unterschätzt. Dadurch setzt die Regierung unsere Sicherheit massiv aufs Spiel. Ein Waffenstillstand, das den aktuellen Frontverlauf festschreibt, erscheint unwahrscheinlich, da Moskau momentan fest entschlossen scheint, ihre Ziele erreichen zu wollen. Zudem, ein heutiges Abkommen wäre für die Ukraine ungünstiger als das mögliche im Frühjahr 2022, das durch westliche Einmischung verhindert wurde und Hunderttausenden Menschen das Leben kostete. Ein interessanter Moment sind die westlichen Sanktionen. Der Westen verhängte gegenüber Russland unmittelbar nach Kriegsbeginn beispiellos harte Sanktionen. Sie sollte Russland ruinieren, wie Baerbock sagte. Die westlichen Sanktionen sollten nicht nur die russischen Machthaber treffen, sondern auch die Oligarchen, vor allem aber die normale Bevölkerung in Russland, damit diese Regierung umstürzt und anschließend eine pro-westliche Marionettenregierung installiert werden könnte. Was ist Inhalt der Sanktionen? Erstens, das Vermögen der russischen Zentralbank, rund 300 Milliarden US-Dollar, wurde von westlichen Banken beschlagnahmt. Dieser historisch beispiellose Vorgang führte dazu, dass die Rolle des US-Dollars und des Euros als Reservewährung weltweit signifikant abnimmt. Zweitens, Russland wurde vom internationalen Bankverkehr weitgehend abgeschnitten, insbesondere von SWIFT. Als Folge nutzen viele Länder nur verstärkt alternative Zahlungssysteme und Mechanismen. Drittens, russische Oligarchen im Westen wurden enteignet und ihre Bankkonten eingefroren. Als Folge bringen viele wohlhabende Personen ihre Ersparnisse lieber nach Dubai, Singapur oder Hongkong, um sich vor westlichen Sanktionen zu schützen. Und es wurden Sanktionspakete verabschiedet und ständig verschärft. Die EU-Länder haben sich bereits, glaube ich, auf 12. Sanktionspaket geeinigt. Was meint ihr? Welche westlichen Länder wurde am stärksten von den westlichen Sanktionen betroffen? Nochmal, westliche Länder, westliche Sanktionen. Ja, die Antwort ist ziemlich eindeutig. Von diesen Sanktionen wurde vor allem Deutschland geschadet. Warum? Erstens war Deutschland vor dem Konflikt der wichtigste westliche Handelspartner Russlands mit über 4.000 deutschen Firmen, die in Russland tätig waren. Ja, was meinten?
was ist jetzt mit diesen Firmen? Teilweise pleite gegangen, teilweise müssen dann große finanzielle Einbuße kassieren. Zweitens sind die Energiekosten in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern stark gestiegen. Das liegt daran, dass Deutschland auf den Bezug preiswerten russischen Gases verzichtet hat. Diese Entscheidung stellt für Millionen von Privathaushalten als auch für die Industrie ein großes Problem dar. Viele energieintensive Branchen, wie zum Beispiel Düngemittel- oder Stahlproduktion, sind dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig. Und während Deutschland den Bezug russischen Pipeline-Gas komplett eingestellt hat, kaufen andere europäische Länder weiterhin russisches Flüssiggas in Rekordmengen, da dies nicht von Sanktionen betroffen ist. Diese Länder berücksichtigen ihre eigenen Interessen, nur wir nicht. Ein interessanter Fakt: Die Ukraine profitiert weiterhin von Durchleitung russischen Gases nach Westen und erhält dafür hohe Gebühren von Moskau. Was machen wir? Aus Solidarität zu Russland haben wir unsere Gaslieferungen aus Russland eingestellt. Deutschland hat auch mit Zerstörung von Nord Stream einen schweren Verlust erlitten. Es ist eine Schande, dass die Bundesregierung sich nicht um die Aufklärung bemüht. Ja, haltet ihr die Sanktionen, die auch von Deutschland unterstützt sind, gegen Russland für effektiv? Ja oder nein? Ja, natürlich nicht. Deutsche Interessen vertritt diese Bundesregierung jedenfalls nicht. Die AfD hat sich immer grundsätzlich gegen Wirtschaftssanktionen gewandt. Sie sind politisch und wirtschaftlich für uns schädlich. Wir fordern Sanktionen aufheben und Nord Stream instand setzen. Noch eine Frage. Wer weiß, welches Wirtschaftswachstum für letztes Jahr in Russland bzw. in Deutschland gemeldet wurde? Die Zahlen sind doch bekannt. Ja, korrekt, korrekt. Ja, in Russland über 3%, wir haben leichten Rückgang. Das sind die Folgen dieser Sanktionen, westlichen Sanktionen, die uns selbst geschadet haben. Und was glaubt ihr, wie hoch die Unterstützung ist, die die Ukraine von Westen in den letzten 2 Jahren erhalten hat? So ungefähr. 80 Milliarden. Stand Ende November 233 Milliarden US-Dollar. Also ungefähr 213 Milliarden Euro. Ja, das ist knapp das Vierfache des deutschen Verteidigungsetats. Wie gliedern sich diese 233 Milliarden Dollar auf? EU 90 Milliarden Dollar, USA 73, Deutschland 22, aber aufpassen, Großbritannien 15 und so weiter. Und da Deutschland einen erheblichen Teil des EU-Haushalts trägt, haben wir Deutschland rund 40 Milliarden Dollar an die Ukraine gezahlt. In Geld, Materialien und Waffen. Und noch Interessanteste kommt noch dazu. Das ist mehr als Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien gemeinsam für Kiew aufgebracht haben. Da die Zahlungen aus den USA seit Wochen stocken, verlagern die Amerikaner immer mehr der Last auf die europäischen Länder, das heißt vor allem auf Deutschland. Und wir machen das gerne. Die Bundesregierung hat ja bereits angekündigt, die Unterstützung für die Ukraine in diesem Jahr zu verdoppeln. Auch die EU-Mittel können schrumpfen. Brüssel wollte 50 Milliarden überweisen, aber Ungarn und Slowakei bremsen. Übrigens, was hat der Bundeskanzler Scholz kürzlich hinsichtlich der finanziellen Unterstützung der Ukraine angekündigt? Weiß jemand? Im schlimmsten Fall plant unser Kanzler Scholz, einen Notstand aufzurufen, neue Schulden aufzunehmen und dieses Geld an die Ukraine weiterzuleiten. So Krieg-Notstand oder keine Ahnung, Ukraine-Notstand. Das bedeutet, der Krieg soll weiterhin mit allen verfügbaren Mitteln finanziert werden und wir müssen dafür zahlen. Ja, für die USA ist der Ukraine-Krieg wirtschaftlich betrachtet ein gutes Geschäft. Ich erzähle warum. Die Gaspreise und der Gasexport der USA sind in die Höhe geschossen. Es wird übrigens geschätzt, dass die US-Produzenten von Schiefergas in den letzten 1,5 Jahren rund
100 Milliarden US-Dollar mehr verdient haben, als sie es getan hätten, wenn noch russisches Gas abgenommen werden würde und Nord Stream nicht zerstört würde. Zweitens, Deutschland gibt sein sogenanntes Sondervermögen für die Bundeswehr ganz überwiegend für den Kauf amerikanischer Waffen aus. Munition hat die Bundeswehr nur für wenigen Tage, wie wir alle wissen, falls ein Krieg ausbrechen würde. Und von wenigen Panzern, die wir noch haben, fahren viele nicht. Weiter, wir haben die letzten Reste eigenständiger Außenpolitik aufgegeben und folgen nur den Anweisungen der USA, oft sogar entgegen unseren eigenen Interessen. Weiter, durch hohe Energiepreise wandern deutsche Unternehmen nach USA aus. Und im Vergleich zu Deutschland haben die USA die Waffen größtenteils ausgeliehen an die Ukraine und nicht verschenkt wie wir. Und die Leasingsraten und Kreditzahlungen für die Ukraine, für diese Waffen, übernimmt überwiegend Deutschland. Ja, jetzt nochmal die Kriegskosten für Deutschland zusammengefasst. Sanktionen schaden Deutschland. Krieg kostet sehr viel Geld und dieses Geld wird den deutschen Steuerzahlern entzogen, ohne sie zu fragen. Die Bundeswehr gerät in eine tiefere Krise. Die Sicherheit in Europa ist gefährdet und die Regierung nimmt die Gefahr einer Ausweitung des Krieges nach Deutschland billigend in Kauf. Und wir haben riesige Wirtschaftsprobleme in Deutschland. Hohe Inflation, Rezession, Industrieabbau, explodierende Energiekosten und so weiter. Und zuletzt jemand, also wie Kanzler Scholz sagte, als ob das ein Weltereignis war oder Naturkatastrophe, jemand hat unser Nord Stream zerstört. Ja, die AfD in Bezug zu Ukraine-Konflikt steht für eine privilegierte EU-Partnerschaft für die Ukraine unter der gleichzeitigen Bedingung, dass die Ukraine kein NATO- und kein EU-Mitglied wird. Auf dem Staatsgebiet der Ukraine sollen keine ausländischen Truppen stationiert werden. Die Krim-Frage soll innerhalb von 15 Jahren durch bilaterale Ukraine-Russland-Gespräche geklärt werden. Wir wollen den Frieden wahren bzw. wiederherstellen, keine Abenteuerpolitik. Wir wollen ein souveränes Deutschland, das seine Würde wahrt. Wir sind nicht die Laufburschen Washingtons, EU oder auch Moskau. Wir wollen eine verteidigungsbereite Bundeswehr. Die Außenpolitik der Ampelparteien und der Union sind abenteuerlich und gefährlich. Es gab und gibt keine realistischen Ziele im Ukraine-Krieg. Es gibt keinen Plan B. Ampel und Union haben unser Land in der Ukraine in eine brandgefährliche Sackgasse geführt. Solchen Leuten dürfen wir unser Land nicht anvertrauen. AfD, die Partei für Deutschland und für den Frieden. Vielen Dank. Normalerweise steigen dann weiße Tauben im Raum auf, wenn du das sagst. Das ist immer sehr schön, ehrlich gesagt. Ja, also erstmal freue ich mich ehrlich gesagt, dass jetzt doch noch ein paar Leute von draußen den Weg hier reingefunden haben. Das ist keine Stigmatisierung, keine Sorge. Wir heißen jeden willkommen, das meine ich ganz ernst. Ich habe es ja auch draußen gesagt. Kommen Sie rein, hören Sie es doch mal an. Die drei da hinten haben das gemacht, das finde ich gut. Insofern ist es eine Chance für uns alle. Und das meine ich ganz ernst. Und draußen waren sogar mal ab und an, ich sag mal, Arten von Gesprächen möglich, aber die Wut ist wirklich groß. Und ich glaube, auch bei Leuten, die uns nahestehen, wird man sicherlich oft Wut erleben, sicherlich. Und das ist nicht immer förderlich für ein Gespräch. Aber eine gewisse Gelassenheit haben wir dann doch mittlerweile an den Tag gelegt, weil wir es so sehr gewohnt sind, angefeindet zu werden. Und wir versuchen das dann überwiegend wegzulächeln, weil das ist dann typischerweise das beste Vorgehen. Um das mal ein bisschen plastisch zu machen, wie ich es jedenfalls draußen empfunden habe und wahrscheinlich auch einige von Ihnen, die ähnliche Situationen erlebt haben, die Frage an Sie gerichtet, in welchem Jahr befinden wir uns gerade? Also ist eine Fangfrage, ist klar. In welchem Jahr befinden wir uns gerade? Also ich befinde mich im Jahr 2024 und die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch. Draußen, die Damen und Herren, befinden sich im Jahre 1932.
Das war wirklich unverkennbar. Die befinden sich im Jahre 1932 und denken, gleich kommt der Führer um die Ecke. Es ist nur halb witzig, weil die Leute das, glaube ich, tatsächlich denken. Also es ist wirklich immer wieder bemerkenswert, finde ich. Und das ist jetzt draußen keine Antifa im herkömmlichen Sinne. Das waren jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, wie soll ich das jetzt freundlich beschreiben, die Antifa? Also ich sag mal, überwiegend gescheiterte Lebens- und Wirtschaftsmodelle, so würde ich die Antifa beschreiben. Also ich meine das wirklich auch abträglich, weil das sind überwiegend keine netten Gestalten, die leider auch sehr oft zu Gewalt neigen. Wir haben es alle erlebt. Das ist draußen nicht so. Die sind draußen nicht so. Das sind ganz normale Leute. Was wundert Sie jetzt? Alles gut, ja. Also ich habe es die Antifa beschrieben, wie sie ist, ehrlich gesagt, in meinen Augen. So habe ich es zumindest oft genug erlebt, wenn ich bespuckt, getreten, geschlagen und sonst was werde, wenn mein Haus beschmiert wird oder meine Kanzlei oder sonst irgendwas. So empfinde ich die Antifa, tut mir leid. Denke ich auch. Und das ist draußen eben anders. Das sitzt keine Antifa, das ist dann eine Mischung aus evangelischer Bibelkreis, anderen Parteien und ich glaube, Gewerkschaft war noch dabei. Also immer so eine Kirchen-Gewerkschafts-Altparteien-Mischung ist das dann überwiegend. Und das sind aber doch durchaus auch viele, ich sag mal, gerade wenn es Grünwähler sind, in meiner Wahrnehmung sind das eher die Leute, die in den Rotweinvierteln der Städte leben, also eher in den etwas besseren Gegenden und die besser Verdiener auch sind. Und das war eben gerade so, dass merkenswerterweise auch Frauen, am Anfang war auch ein sehr wütender Herr, aber nachher waren es die Frauen, die wirklich denken, und das glauben die überhaupt wirklich, wenn ich sie frage, wovor sie Angst haben, dass es hier bald so wird wie vor 80 Jahren und alles wird ganz schrecklich. Und also da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie kommen die darauf? Also wenn man mich sieht, denkt man es vielleicht nicht. Wenn man dich sieht, eigentlich auch nicht. Vielleicht ein bisschen mehr als bei mir. Aber die Frage ist immer, was veranlasst diese Menschen so zu denken? Und dann muss ich auch sagen, es sind die Medien, in der Tat. Wobei die eine Dame draußen sogar meinte, und die Medien schreiben uns so hoch und sind so positiv zu uns. Dann denke ich, das ist auch Wahnsinn, was für eine verschiedene Wahrnehmung wir haben. Ich sehe das komplett anders, ehrlich gesagt. Das ist meine Blase anscheinend, dass ich denke, diese Medien überwiegend, natürlich nicht immer alle, aber nennen wir mal die hiesigen Medien, Dumont und so weiter, der Express, Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau, die hat auch schön ein bisschen hier für Werbung gemacht, also nicht für hier, sondern für draußen, dass die uns versuchen runterzuschreiben. Das klappt mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil immer mehr Leute einfach schlichtweg, und das ist das Problem für die Medien und das ist auch das Problem für die hiesige Politik, weil einfach immer mehr Menschen sehen, was ist. Die Zustände kommen immer näher an sie ran. Das ist eben so. In der Straßenbahn. Fahren Sie doch mal Straßenbahn. Nicht 7 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, sondern ab 11. Oder Regionalverkehr. Ich bin großer Freund vom kostenlosen Ticket, dieses 40-Euro-Ticket, oder wie es heißt. Da sehen Sie mal, was los ist in Deutschland. Wenn Sie in der Straßenbahn sind, am besten noch mal abends am Wochenende, am besten durchs Ruhrgebiet. Habe ich gemacht vor ein paar Monaten mit meinem Sohn. Mein ältester Sohn ist jetzt 17. Mit einem Kumpel waren wir in Gelsenkirchen. Samstagabend von Gelsenkirchen nach Köln. Also spätestens dann wählen Sie AfD. Das ist so. Nein, es ist so. Werden Sie immer mehr Lebensrealitäten mitbekommen. Und ich habe die Vermutung, dass eben, das ist meine Vermutung, ein Großteil der Leute, die draußen stehen, diese Lebensrealitäten eben nicht mitkriegen. Weil sie eben nicht mit der Bahn zu den und den Uhrzeiten fahren. Weil sie es eben nicht müssen. Fragerunde machen wir gleich, wenn Sie mögen. Ja? Ist okay? Also gerne. Sind Sie von draußen? Dann können wir... Also, okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist schon mal besser, als was anderes draußen zu sein. Machen wir aber Fragerunde eigentlich draußen, wenn Sie so lange aushalten, ehrlich gesagt. Ich bemühe mich, nicht zu lange zu machen. Beim Harald Weil kann ich es nicht garantieren, wie lange es dauert. Aber nachher machen wir Fragerunde für alle. Also ich glaube wirklich, dass ein Großteil der Leute einfach diese Lebensrealitäten bisher nicht so mitbekommen. Das ist dann eben nicht so in den Vierteln, in denen sie leben. Ich sage mal für Köln, Sie kennen alle Köln, die Viertel wahrscheinlich so ein bisschen Lindenthal, Braunsfeld und so weiter. Da ist es halt nicht. Ist halt nicht Köln-Kalk. Und Pulheim kenne ich nicht so aus. Aber dass diese Leute es einfach mehr oder weniger in ihren Köpfen passiert, was da alles mit uns ist. Und dass
an Problemen, was Migration ist, kein Problem ist. Sie kennen halt die Problemfälle nicht so sehr. Aus der Schule der Kinder auch noch nicht. Das kommt aber nach und nach. Immer mehr Leute werden es erleben. Auf der Arbeit, sie werden eben nicht bedrängt dadurch, dass vielleicht irgendwelche Leute einwandern, die nachher als Busfahrer tätig sind, wo gar keine Voraussetzungen mehr sein müssen, schon gar nicht die deutsche Sprache oder im Pflegebereich. Andere Leute merken das aber zuerst. Und es sind typischerweise die Leute mit weniger Einkommen, die das alles zuerst merken, die am meisten unter Migration, unter dieser Migration jedenfalls, die wir erleben, seit Jahren leiden müssen, die all das schaffen sollen, was Merkel mal angekündigt hat. Und insofern versuche eigentlich ganz nett zu sein, war ich nett, einigermaßen, fasse ich das für mich immer so ein bisschen in den Begrifflichkeiten zusammen. Das ist eine Art, damit meine ich natürlich nicht alle, aber bei vielen doch sicherlich gerade auch die besser verdienenden Verdiener, Verdienerinnen, eine bornierte Idylle. Sie können es sich halt leisten. Nach dem Motto, wie auch der erste Herr, Klimaschutz. Es muss noch viel krasser sein. Immer mehr Klimaschutz. Ob das wirklich ein Schutz ist, ob das einen Effekt hat nachher, ist durchaus die Frage. Gerade auch, wenn Sie im Baubereich dran denken, ich komme aus dem Bereich, dann ist das auch schon borniert. Andere sollen das alles bezahlen, weil er es auch kann. Was interessiert es mich denn? Ne? Wenn Sie kein Brot haben, sollen Sie Kuchen essen, so ungefähr. Das hat was von Inselintellekt und es wird, glaube ich, immer schwieriger durchzuhalten. Das hoffe ich jedenfalls. Und die Damen, die den Kopf schütteln, da freue ich mich besonders auf die Fragen, weil genau das ist, glaube ich, das, was man mal erleben muss, dass die Probleme auch an sie rankommen. Und leider, ich wünsche es ja keinem, ist es aber so. Und damit bin ich an sich bei dem Thema, was ursprünglich ich heute Abend so ein bisschen mehr erzählen wollte, und das ist das Thema Remigration. Begriff Remigration ist kein gängiger Begriff, soll es aber werden und ist es auch immer mehr in den Medien und der Politik durchaus, wenn es darum geht, dass nämlich Migration in dieses Land jahrelang stattgefunden hat, nicht erst seit 2015, hatten wir letztes Mal auch, sondern seit den 90er Jahren schon massiv, vorher auch schon, aber in den letzten Jahren immer mehr und das halt auch gerade mit problematischen Bevölkerungsgruppen. Das ist einfach ein Unterschied, ob Sie, ich sag mal, 500.000 Polen oder Luxemburger oder auch Vietnamesen oder Perser ins Land einwandern lassen, als wenn sie halt Migration aus dem Nahen Osten oder Afrika haben. Das ist typischerweise unterschiedlich. Natürlich ist jeder Einzelne, kann ich dir das nicht zusprechen oder absprechen, wie er ist, aber statistisch ist das ein Riesenproblem. Wirtschaftlich, sozial, kriminalitätsbezogen, alles Fakten. Können Sie alles ergoogeln? Und das habe ich draußen auch versucht. Ich versuche dann immer, wenn es da dran heißt, ja, aber Migration, wovor haben Sie denn Angst? Also an mich gerichtet die Frage. Dann sage ich, naja, solche Sachen wie, dass junge Afghanen 7-8-mal so hoch kriminell sind wie der Durchschnitt in Deutschland, wenn es um Sexualdelikte geht. Und das denke ich mir eben nicht aus. Das sind alles Sachen, die Sie in BKA-Statistiken und sonst wo herausfinden. Gar kein Problem. Und wenn es darum geht, ich weiß ja, aber letztes Mal was erzählt habe, als wir in, wo waren wir, in Kerpen, ne? Letztes Mal. Dass in Dänemark zum Beispiel mal einfach ausgerechnet wurde, wie denn der Beitrag, statistisch gesehen, eines Zuwanderers aus bestimmten Gegenden der Welt ist, Beitrag zu den öffentlichen Finanzen. Also ne, der klassische Däne trägt über sein Lebensalter einen überwiegend positiven Beitrag zu öffentlichen Finanzen. Also er kriegt weniger Sozialstütze, als er Steuern und sonstige Sachen zahlt. Sonst klappt es ja auch nicht. Einer muss es ja bezahlen am Ende. Und andere Europäer haben auch einen überwiegend positiven Beitrag. Dann aus anderen Gegenden der Welt nur einen sehr minimalen Beitrag über einen Zeitraum des Lebens. Und diejenigen aus dem Nahen Osten und Afrika haben zu keinem Zeitpunkt, statistisch, immer statistisch. Natürlich gibt es immer ganz viele Einzelfälle, die hervorragend sonst was machen, natürlich. Aber statistisch ist das so. Und diese Berechnungen, die Dänen stellen das an. Und klar, muss ich jetzt sagen, Dänen lügen nicht. Klar, die Dänen machen das, wir machen es nicht. Wir sind noch nicht so weit. Im Ausland sind die viel weiter. Und genau diesen Diskussionen muss man sich stellen. Und wenn man das erstmal tut, dann merkt man auch, was wirtschaftlich, was für Sie sagen wir, sowieso alles naheliegend ist, aber dass man es mal wirklich belastbar auf Studien gründet und sagt, wirtschaftlich ist das nicht sinnvoll, was wir an Migration gerade hier durchführen seit Jahren. Das ist auch gesellschaftlich durchaus nicht sinnvoll.
Das hat was damit zu tun, in welchen Stadtvierteln Sie sich noch bewegen wollen, zu welcher Uhrzeit, ob als Frau, als Mann oder sonst wann. Ich kann Ihnen nur noch mal empfehlen, wenn Sie noch nicht so weit sind, die AfD zu wählen, fahren Sie mal abends, Samstagabend vorzugsweise von Gelsenkirchen nach Köln und steigen in Duisburg um. Herzlichen Glückwunsch. Dann wissen Sie, was in Ihrem Land los ist. Und dann wissen Sie auch, ahnen Sie zumindest, was eine Bundespolizei Ihnen dann sagt, wenn Sie die besuchen. Ich war letztens bei der Bundespolizei. Die größte Direktion hier unten ist in St. Augustin bei Bonn. Und dann haben die uns mal erzählt, was für Großeinsätze da sind, um wie viel Dortmund, Duisburg, Köln, was da los ist und wie das früher eben war. Und das war früher eben nicht so. Und das sind ja auch keine Naturgewalten. Also wichtig ist, dass wir uns vor Augen halten, es passiert vieles und viele sehen das auch. Und wir haben eben nur in den Medien diesen Spiegel noch immer noch nicht so weit. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass man auch mal sagt, mehr Zuwanderung birgt ein Problem für den Wohnungsmarkt, könnte zu Wohnungsnot führen. Na klar, da gibt es ja mittlerweile ein paar Sachen. Aber es ist eben noch nicht so weit. Aber dass wir bereit sind zu sagen, das ist schlecht erkannt, Gefahr gebannt. Und dass wir auch ganz klar und laut darüber sprechen, wir wollen Remigration. Das ist genau das, was ich draußen ab und zu mal in zarten Anklängen versucht habe, aber ich wurde dann böse angeguckt. Dass wir sagen, wir brauchen millionenfache Remigration. Dann haben wir wirtschaftlich viel bessere Aussichten und genau darum geht es, dass es für uns ist. Und wir können dann gerne, mit welchem Geld auch immer, irgendwas im Ausland machen mit einem Faktor 10. Wenn Sie, dann können Sie von mir aus auch nochmal 100 Fahrradwege in Peru bauen, wenn wir das Geld übrig haben, aber auch nur. Dass wir sagen, wirtschaftlich macht diese Einwanderung keinen Sinn. Gesellschaftlich macht sie auch keinen Sinn. Und moralisch, das ist immer besonders wichtig für evangelische Bibelkreise, aber auch für mich, moralisch ist es unbedingt geboten, Remigration durchzuführen. Das heißt, die Grenzen zu schützen zum einen und millionenfach Menschen zurückzuführen in ihre Heimat. Ihre Heimat braucht sie nämlich. Ich war vor anderthalb Jahren in Syrien im Urlaub. Das kann man machen. Das geht. Und da haben wir gehört, gebt uns unsere jungen Männer wieder. Wir brauchen die. Eure Heimat braucht euch. Und das Schöne war, als wir dann irgendwo an der Mittelmeerküste waren in Tartus, dann kommt ein junger Syrer auf uns zu und sagt, ach, ihr sprecht Deutsch. Toll, toll mal hier Deutsch zu hören. Wir so, ja, was machst du hier? Ich mache hier Urlaub. Ich bin sonst in Österreich. Das sind natürlich Anekdoten, das kann überall passieren. Aber genau das passiert doch massig. Aber wiederum, der Spiegel in den Medien ist nicht da. Wir versuchen das eben über Veranstaltungen, über unsere sozialen Medien zu spiegeln, aber es reicht eben nicht. Meine Botschaft ist, Remigration ist möglich, sie ist wirtschaftlich sinnvoll, sie ist technisch möglich und sie ist moralisch geboten. Und wenn Sie sich einen Satz merken, der fatal ist und den umdrehen, ist es auch eine Lösung. Ich habe gerade vor kurzem gehört, dass Merkel mal in ihrer Amtszeit gesagt haben soll, es ist nicht in unserer Macht zu bestimmen, wer zu uns kommt. Das ist doch eine Bankrotterklärung, ehrlich gesagt. Googeln Sie es mal. Merkel steht nicht in unserer Macht zu bestimmen, wer zu uns kommt. Das ist totaler Quatsch und es ist fatal. Es ist eine Aufgabe des eigenen Staates. Dann ist ein Staat sozusagen kein Staat mehr. Weil der deutsche Staat, die deutsche Staatsräson, wird ja öfters bemüht zur Zeit, ist doch natürlich Schutz und Nutzen des deutschen Volkes. Das muss eben auch bedeuten, dass ich dann eine Massenzuwanderung, die ich nicht will, verhindere. Und das kann ich natürlich auch. Das können wir auch, das können andere auch. Und Beispiele dafür sind, wie, vielleicht auf eine andere Weise würden wir das machen, aber dass sowas möglich ist. Beispielsweise Pakistan hat gerade Hunderttausende Afghanen zur Ausreise aufgefordert. Haben Sie auch gelesen? Klar, ne? In Medien. Das geht. Das ist sicherlich keine Art und Weise, wie wir das machen würden, auf die Weise. Wir haben auch keine gemeinsame Grenze. Aber auch der Iran hat das gemacht. Wenn man das tut, dann muss man es halt durchziehen. Der Wille muss da sein. Und dann werden Sie sehen, auch andere europäische Länder werden ähnlich handeln. Weil wenn der eine anfängt, also Italien kann ja durchwinken, dann sind die halt irgendwann in Österreich und Deutschland. Wenn wir einmal sagen, nein, an der Grenze nein oder auch zurückschieben, dann wird Italien genauso handeln müssen. Das ist der Domino-Effekt,
den wir brauchen. Und ehrlich gesagt habe ich nicht so die Hoffnung, dass das in den nächsten 2 Jahren so passieren wird bei uns. Aber zumindest die anderen europäischen Staaten werden vorangehen. Italien ist auf einem guten Weg. Frankreich hoffe ich mal drauf, dass gerade die Regierung zumindest gescheitert aufgrund der Migrationsfrage. Das sind alles große Chancen für Europa, auch für uns alle. Und die AfD wird daran arbeiten und sie ist jetzt schon wirksam, weil ohne uns würde vieles gar nicht passieren, auch bei der CDU nicht. Weil wir diejenigen sind, wir sind sozusagen das Schreckgespenst, was über allem hängt. Wenn ihr nicht mal weitermacht im Bereich Migration, dann sind wir bald diejenigen, die es bestimmen. Und ich hoffe sehr, dass dieses Jahr auch das Jahr wird, in dem die AfD endlich zu diesem Osten mehr zu sagen hat und die Politik vorantreibt, dann bin ich bester Dinge. Insofern freue ich mich gleich auf die Diskussion mit den Damen und den Herren oder allen sowieso. Ja, wir machen das gleich am Ende zusammen, ehrlich gesagt. Wenn der Herr Weil gesprochen hat, das dauert noch mal. Schreiben Sie es auf. Ja, oder machen wir eine Sondersituation. Ich bin ja auch eben frecherweise rausgegangen. Dann fragen Sie doch mal eine Sache oder sagen was, wenn Sie möchten. Können wir am Mikro? Ist aber nur einmal, weil sonst heißt es nachher, die böse AfD lässt keinen reden. Nee, ich teile das. Sie fragen, warum wir denn, nö, das geht im Sitzen, warum wir denn oder warum Angst vor Ihnen herrscht. Ich habe kein Wort zu Ihrem Herrn Höcke gehört, nicht eines. Warum wollen Sie? Bitte? Also, wenn ich jetzt ehrlich bin, haben Sie zu niemandem ein Wort gehört? Ich habe nämlich über niemanden in der AfD gesprochen, außer über Dinge, die ich meine. Sie wollen was zu Herrn Höcke? Naja, natürlich möchte ich was dazu hören. Was wollen Sie denn wissen? Ihre Einstellung dazu und wenn Sie fragen, hier kommt irgendwo der Hitler her, ich glaube, genau deswegen denkt man so. Okay, aber warum? Also der Herr Höcke ist, der ist ehrlich gesagt nur ein Jahr älter, glaube ich, so 2 älter. Ich bin 48, ob der ist 49, ich weiß es gar nicht. Doch, aber das ist ein Detail. Ja, in der Tat. Da habe ich auch, ja, das sind so Details, die weiß man, wenn man halt. Also Sie wollen was über Herrn Höcke hören, da muss ich sagen, den halte ich für einen gebildeten, klugen Mann. Und ich hoffe sehr, dass er in Thüringen demnächst eine maßgebliche Rolle spielt in der deutschen Politik. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich doch, aber machen Sie mal einen Punkt, was Sie nicht, Verzeihung, wenn ich jetzt so rumtanze. Okay, aber es ist lebendig. Warten Sie, ich komme im Mikro, ganz kurz. Ganz kurz. Nee, man hört das immer schlecht. Man hört sich zwar selber, wenn man redet, aber die anderen 87 hören das nicht. Wollen Sie noch mal kurz den... Kurz? Der Herr soll uns mal sagen... Ja. Der Herr soll uns mal sagen, einigen Passagen, was Höcke gesagt hat, was ihm nicht gefällt. Da möchte ich mal gerne hören von ihm. Also es ist ganz schwierig. Also es ist, wir haben ohne Mikro ist es wirklich schwierig. Wenn man nicht aufsteht, ist es sowieso nochmal schwierig. Machen wir es vielleicht nachher. Wenn Sie durchhalten, freuen wir uns drauf. Dann machen wir es nachher. Machen wir gleich. Nee. Glauben Sie mir, ich glaube, die Frage ist wichtig, aber ist sie auch dringend? Genau. Also wir haben viele wichtige Fragen, aber ich wollte ja nur ein paar Punkte senden. Insofern haben wir doch schon wunderbar Diskussionsstoff für gleich. Und jetzt haben wir aber erstmal den Höhepunkt des Abends, wenn man es so sagen kann, mit Dr. Harald Weil, seines Zeichens knapp über 60, Familienvater und war lange an der Uni, bis sie ihn rausgeschmissen haben und ist dann jetzt das zweite Mal im Bundestag, also unfreundlicherweise, völlig zu Unrecht, meine ich, zweites Mal im Bundestag aus dem Bergischen und hat sich viel mit internationalen Organisationen befasst und kann uns erzählen, ob das wirklich alles so richtig gut ist, was da läuft.
Ja, zu Unrecht jetzt das rausgeschmissen oder im Bundestag sein? Etwas sehr missverständlich. Ja. Ich bin auch nicht rausgeschmissen, sondern offiziell beurlaubt nach über 2 Jahrzehnten an dem, was sich mittlerweile TH Köln nennt. Vorher 5 Jahre industrienah Import-Export bei der Industrie- und Handelskammer und auch 3 Jahre im Finanzberatungs- und Vertriebsgeschäft tätig, zuletzt auf eigene Rechnung mit eigener GbR, also nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis und das über Jahrzehnte und schon von der Familie her international bis zum Abwinken. Ja? Und deswegen habe ich diese ganzen Dinge, ob das EU oder andere Sachen sind, über die Jahrzehnte nicht nur aus Privatinteresse und Hobby, sondern auch beruflich begleitet in Theorie und Praxis. Und bei ein paar Sachen kommen einem doch große Zweifel, ob die Lösungen von gestern und vorgestern auch immer noch die richtigen von heute sind. Ja, wir erleben es ja, dass in allen möglichen Bereichen alte Zöpfe müssen abgeschnitten werden, alles muss neu, es muss transformiert werden. Ja, haben auch immer in Berlin im Plenum dann den Zwischenruf, wenn da in fast jeder Rede von wem auch immer zu welchem Thema der Altparteien kommt, die Transformation vor. Wir wollen nicht transformiert werden. Ja. So, und wir haben ja schon gesehen, dass von gewissen Sachen jetzt kein Heil zu erwarten ist. Sachen, die man laufen lässt, ob das die Migration war, die zu alten Zeiten am Anfang ja irgendwas mit Arbeitsmigration zu tun hat, wo sich viele fragen, insbesondere Finanzierung, und tut das jetzt eher gut oder schlecht der Volkswirtschaft, den Leuten selbst und den Herkunftsländern. Das war alles eigentlich einigermaßen übersichtlich und klar. Und erst durch den Sozialstaat, den Überstaat, der das Geld der eigenen Staatsbürger nicht nur im Inland an mäßig dazu berechtigte Ausländer oder so verteilt, sondern auch der das deutsche Steuergeld im Ausland verteilt für irgendwelche Zwecke, wo wir schon ahnen, wenn es dem Staat noch nicht mal gelingt, im Inland das Geld vernünftig auszugeben, dann ist wahrscheinlich auch im Ausland da eher Not am Mann, ja, von der Sinnhaftigkeit der Geldausgabe. Von daher ist es ganz wichtig, mal festzustellen, und das ist das Schlimme, heute bekommen die jungen Leute, ob es in der Schule ist oder an der Uni, so ein extrem verkürztes Welt- und Selbstbild vermittelt, aber von wegen Weltbild, Politik, tolle Institutionen und so weiter, die Wirtschaft, die läuft ja irgendwie so angeblich von selbst, aber um das Wohl und Wehe der Menschen, da müssen sich internationale Organisationen kümmern, weil man kann kein einziges Problem national lösen, sondern das geht nur im möglichst größten internationalen Zusammenschluss. Und diese Verkürzung des Weltbilds von jungen Leuten von wegen, am Anfang waren die Dinosaurier und dann war irgendwas mit den Pyramiden und dann war da noch irgendwas mit so einem komischen Österreicher. Ja, und dann kam endlich die EU und dann wurde alles gut. Ja. Also das ist arg verkürzt und so ist es nicht. Wir müssen eigentlich gehen, wenn wir uns anfangen anzugucken, wo was geklappt hat und deutlich weniger Fragezeichen als heute aufwies, dann war das im 19. Jahrhundert, also 1800x, ob das jetzt direkt oder nach der Befreiung von Napoleon angefangen hat oder nicht, so wie die Industrialisierung auch. Also am Anfang von dem Ganzen war der Weltpostverein. Ja, es hört sich ja auch gar nicht so dramatisch an und unmittelbar sinnvoll, weil irgendjemand weltmäßig dafür sorgen musste, dass tatsächlich nicht nur die Post in Deutschland oder was damals Deutschland war, ausgeteilt wird ordnungsgemäß, sondern auch wenn deutsche Briefe nach Italien gehen und selbst wenn die nach China, Russland oder sonst wohin gehen, dass sich diese Staaten, sofern sie irgendwie so minimal funktionieren, dazu bereit erklären, diese Geschichte mit einer Briefmarke von dem Herkunftsland weiter zu expedieren und so weiter. Ja? Klare Sache und damit hopp. Und das war in den 1850er, 1860er Jahren und da habt für Deutschland halt unterzeichnet der Staat Preußen, respektive Norddeutscher Bund und Österreich-Ungarn und so weiter. Also ein halbes Dutzend europäischer Staaten plus USA etc., also Staaten, die auch funktioniert haben. Ne? Eine völlig fraglose, unspektakuläre Sache und selbst da, bei so einer klaren Sache, muss man vielleicht ab und zu mal nachjustieren. Zuletzt hat das Donald Trump in seinem letzten oder vorletzten Amtsjahr
gemacht, wo er sagt, ja, diese Tarife, die Briefmarken und die Pakete, die sind viel zu billig und das ist die Grundlage dafür, dass chinesische Online-Händler billiger liefern können und andere Lieferanten damit kaputt machen, weil der Subventionscharakter selbst in so einer überschaubaren Sache wie Weltpostverein durchaus ein Thema ist. Ja? Also es war hier auch wieder Trump und die Amerikaner als Einzigen, die mal wagten, so ein bisschen was in Frage zu stellen. Und ansonsten werden wir feststellen, die meisten Organisationen, die irgendwann mal gegründet wurden, die sind nicht mehr tot zu kriegen. Ja? Also die Einzige, die sich so von selbst aufgelöst hat, war, okay, die bösen Russen, ja, der Warschauer Pakt und der daranhängende Wirtschaftspakt Comecon, die haben sich tatsächlich, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und der Warschauer Pakt als Militärpakt, die haben sich tatsächlich 90 aufgelöst, ansonsten aber so gut wie niemand. Und von westlicher Seite vielleicht einzig und immerhin nennenswert, es gab auch mal eine asiatische NATO, wo auch Thailand, Bangladesch, Vietnam, Kambodscha und die USA drin waren, die SEATO. Das ist der einzige Laden, der sich so westlicherseits jemals aufgelöst hatte, als man eben mit dem Vietnamkrieg Anfang der 70er feststellte, selbst die amerikanische Maus fängt keine Mäuse mehr. Und wenn man bei gewissen Sachen Mitglied ist, hat man vielleicht einen Ärger, den man ohne diese wunderbare Institution nicht hätte, ja. Deswegen war es eine rationale Entscheidung und ich denke auch mal eine richtungsweisende Entscheidung, dass man gewisse Sachen auch mal nicht nur reformieren kann oder muss, sondern auch mal auflösen muss, um die Probleme loszuwerden, die damit verbunden sind. Ja? Ich lasse mal so im Raum stehen, ob das, was für Südostasien sinnvoll und notwendig war, jetzt auch hier für die transatlantische NATO gelten könnte und so weiter. Ja? Lasse ich erstmal offen. Ja? Also fraglos. 19. Jahrhundert Weltpostverein, dann den Welttelegrafenverein. Das war zu der Zeit, als in den 1870er, 80er Jahren die deutsche Firma Siemens und Halske eine Telegrafenverbindung für die Engländer zu ihrem indischen Vizekönigreich gebaut haben. Über den Balkan, über alles und so weiter und so fort. Ja. Und der ganze Name, der deutsche Name für Technik, Ingenieurswesen, der Name wie Donnerhall, der hat auch rein gar nichts mit unserem heutigen Wirrwarr zu tun. Weder mit Solar noch mit Windkraft oder sonst was, sondern mit Errungenschaften aus der Gründerzeit, aus dem letzten Jahrhundert. Und von daher ist es jetzt auch kein Wunder oder ein Erfordernis, dass man irgendwie Patriotismus, Stolz oder einfach nur den nüchternen Verweis, man konnte es mal, auch was, wenn man jetzt vieles nicht mehr kann, eher in der Vergangenheit zu suchen ist, als dass wir hier die letzten Jahre und Jahrzehnte erfahren, dass das Land sich wandelt, auch bei den einfachsten technischen Fragen, auch bei der klarsten Sache wie Pünktlichkeit der Bahn und so weiter, mit welcher Technik auch immer, ja, dass man in Deutschland eigentlich immer mehr nur gucken kann, wie was nicht geht, ja, als sogenannter Kontraindikator, ja. Und der ganze Ruf wie Donnerhalt, der kommt jetzt aus der alten Zeit, die auf keinesfalls auf diese 12 Jahre reduziert werden sollten und müssten. Da kann man sich auch auf das Wenigste trotzig drauf berufen. Es sind so viele andere Jahrhundertleistungen da, auf die man zurückblicken kann und die auch teilweise jetzt noch gemacht werden. Es gibt ja ab und zu wenigstens nochmal einen Teil eines Nobelpreises, auch für Deutsche. So, Weltpostverein, keine Frage. Welttelegrafenverein, auch keine Frage. Und noch eine nützliche Sache von wegen, ja, wir wollen ja alles Internationale abschaffen und wir sind ja die Ultra-Ultra-Nationalisten. Nee, auch das Rote Kreuz, das Komitee vom Roten Kreuz, auch gegründet nach der wahnsinnigen österreichischen Niederlage in Solferino, Italien, Norditalien, 1859, wo das Rote Kreuz gegründet wurde, in den nachfolgenden Kriegen dann mindestens so ein Mindeststandard von Humanismus, Krankenversorgung, nicht beschießen, von Krankenhäusern, Krankentransporten etc. mit verbunden war. Und das war dann auch schon wirksam im Französisch-Deutschen Krieg 1870 bis in die Weltkriege rein. Ja? Auch mit Übergriffen und so weiter, bewusst oder unbewusst. Aber das sind Sachen, handfeste Sachen, wo es eigentlich durchaus Sinn macht. So, und jetzt kommen wir auch schon in die Moderne. Es passiert, und die Freiheit, ob jetzt Wirtschaftsfreiheit, technischer Fortschritt etc., das war vor dem Ersten Weltkrieg sehr viel ausgeprägter als das, was danach gekommen ist. Ja? Die Zwischenkriegszeit, wo jeder auf Ultranationalismus gemacht hat, keinesfalls nur die Deutschen, sondern alle. Die Amerikaner dadurch, dass sie ihre Grenzen zugemacht haben, dass sie die Weltwirtschaftskrise verursacht haben, dass sie da den New Deal gemacht haben, der auch nicht ausgereicht hat, sondern was hat dazu geführt, dass die Amerikaner ihr Wirtschaftswunder erlebten?
so ähnlich wie heute. Die Tatsache, dass die Europäer sich gegenseitig ruiniert haben, auf der Grundlage den Deutschen nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gönnen und eine Aufrüstung dann die falsche, völlig fatale, verkürzte Hitlerpolitik führte dazu, dass die Amerikaner über die Rüstungsaufträge von Engländern, Franzosen und anderen noch vor Kriegsausbruch ihren Wirtschaftsaufstieg erlebten und erst durch den Zweiten Weltkrieg definitiv aus ihrer Wirtschaftskrise, die da schon seit Mitte der 30er gewütet hat, rausgekommen sind. Ja? Also Ähnlichkeiten mit heute sind jetzt rein zufällig und nicht beabsichtigt und das können wir den Gelehrten überlassen, das auszudiskutieren. So, aber trotzdem gab es jetzt nach dem Ersten Weltkrieg erstmal auch noch eine relativ vernünftige Sache, die uns auch überrascht, wie weit man eigentlich damals war. Die ILO, Internationale Arbeitsorganisation, die sitzt in Genf. Und solche Themen, wo sich heute meinen Gewerkschaften oder irgendwelche Spezialparteien, die ach so sozial und ach so humanistisch sind und vor allen Dingen EU und alle anderen Organisationen, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, das ist eigentlich deren Beritt. Das heißt, die Fragen von Kinderarbeit, Zwangsarbeit für Gefangene und ganz normale Gastarbeit hin und her einreisen dürfen, zurückreisen dürfen oder müssen, zwischendurch anständig behandelt und bezahlt werden nach nationalen Standards und so weiter und die Gleichbehandlung von Arbeitskräften, egal wo sie herkommen, das wurde 1919 mit der ILO gemacht, ja. Und von daher fragt man sich, wieso, wenn man dann international sein will, nicht bei solchen Organisationen bleibt, die ganz groß schreibt und stattdessen immer so eine Doppelung und Dreifachung und Vervierfachung macht, ja. Beispiel das Thema Charta der Menschenrechte. Charta der Menschenrechte nicht nur von der UNO, sondern auch noch vom Europarat, auch noch von der EU sowieso. Ja, wir erleben, dass alle Dinge doppelt und dreifach da sind, immer neue Apparate zum gleichen Thema aufgemacht werden und der Job, um den es eigentlich geht, gar nicht gemacht wird. Ja. Gleichwohl sind da die ganzen Versorgungsposten geschaffen worden für Verwaltungsleute mit und ohne Parteibuch etc. Und von daher mag das einen gewissen Sinn machen und die Leute auch intelligent sein, die da arbeiten. Aber sie dienen keinem produktiven Zweck, sondern sie haben eigentlich diese Missstände vom nationalen Rahmen auf den internationalen Rahmen hochgehoben. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt bei dem ganzen Internationalismus. Wie kommen wir eigentlich dazu zu denken, dass das, was halbwegs funktionierende Staaten, zumindest die in der Vergangenheit mal funktioniert haben, dass was die in Eigenregie, im eigenen Land nicht hinkriegen, dass das funktionieren könnte, wenn sich da andere und noch deutlich fußkrankere als die Vorzeigestaaten zusammentun. Ja? Also führt das jetzt dazu, dass alle eher auf das Niveau von Fußkranken kommen? Ja? Oder führt das dazu, dass tatsächlich die vielen Fußkranken angehoben werden und irgendwann alle auf dem höchsten denkbaren Niveau von Technik, Humanismus, Einkommen und sonst was landen? Und da zeigt sich auch schon, dass das vielleicht ein Ansatz ist, der völlig verfehlt ist. Ja? Also ILO schon 1919 und dann 1930 eine Organisation, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die eben auch kein Schnee von gestern ist, sondern die reinwirkt bis in unsere heutige Banken- und Staatsfinanzkrise, ja, wo es darum geht, dass Zentralbanken ihre Schulden machen, ihre Schulden untereinander verrechnen, gerade rücken etc. Damals noch 1930 beziehungsweise Jahre davor schon ebenfalls in der Schweiz angeleiert, um die Reparationszahlungen des Deutschen Reiches, die im Vertrag von Versailles 1919 aufoktroyiert wurden, abzuwickeln. Ja. Das war der eigentliche Anfangspunkt davon. Aber trotzdem hatten auch die deutschen Banker, auch da, wo Deutschland wieder souveräner geworden ist, ein gewisses Einsehen, dass es Sinn macht, so eine internationale, supranationale Bank zu schaffen, wo die nationalen Banken ihren Kram verrechnen. Es wundert uns nicht, dass auch das, was einmal nützlich war, jetzt auch vielfach missbraucht wird oder als Leumundszeuge für komische Sachen rangezogen wird. Zum Beispiel, dass normale, kreditnehmende, kleine, mittelständische Unternehmen behandelt werden wie Großkonzerne. Ja? Also alles, was sich um das Thema Kreditvergabe hier
ESG, ökologische, soziale und sonstige Standards, die eingehalten werden müssen, damit eine Bank zu einem günstigen Kredit einen Kredit irgendwie weitergeben darf. Das ist alles davon ausgehend runtergebrochen, mittlerweile bis zur kleinsten Sparkasse oder Volksbank, die dann auch sagen, ja, wir müssen uns auch irgendwie danach richten, erst recht, wenn die deutsche Bundesregierung meint, das immer noch zu verschlimmbessern. Und die deutschen Justizminister, die für das Handelsgesetzbuch und andere Sachen auch zuständig sind, den ganzen kontraproduktiven Mist unterschreiben, der eigentlich dem deutschen Mittelstand schadet, der der deutschen Situation nicht gerecht wird. Und diese Organisation, wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, ebenso gehijackt ist, ja, quasi in Geiselhaft ist von Interessen von Großkonzernen, von Großfinanz etc. Und das ist das Traurige, dass wir sehen, dass eine deutsche Regierung da keinen Blick hat, sondern im Gegenteil sagt, wir brauchen noch mehr internationale Organisationen. Und das ist ja eingetreten, erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Wir haben eine Situation, dann nach 1945, ich sagte ja schon, vor dem Ersten Weltkrieg war ohne EU, ohne ILO, ohne BIS und alles, was danach kam, jetzt seit den 1950er Jahren, da war mehr Handels- und individuelle Freiheit als vorher. Man konnte als Privatmensch ohne großartige Papiere vor dem Ersten Weltkrieg mit einem Koffer voll Geld, wo auch keiner gefragt hat, wo der dann herkam, als Schwede, als alter Schwede nach Russland fahren und da eine Fabrik aufmachen, ja, sogar eine für Sprengstoff. Ja. Alfred Nobel hat so angefangen, ja. Hat kein Haar nachgekräht, sondern Can-Do, er hat die Freiheit, er hat die Idee, er hat das Geld, wir fragen nicht woher und damit wird was Vernünftiges angestellt, ja. Oder auch die Privatreisen, ja, von Weltreisenden, die da unterwegs waren mit dem Kreditbrief. Ja. Und diese ganze Freiheit, die in der Zwischenkriegszeit verbaut wurde, weil die ich nenne das durchaus mal nationale Verbiesterung in der Wirtschaftspolitik, in der Außenpolitik, in der Innenpolitik eingetreten ist, wo man noch nicht mal über die eigene Landesgrenze oder über die Stadtgrenze kam, ohne irgendeinen Passierschein zu haben etc. Ja. Ob man gerade besetzt war oder gerade mal wieder frei oder wie auch immer. Ja. Das sind alles Anomalien, die abweichen. Und jetzt kommen die ganzen Institutionen, die dann nach dem Krieg geschaffen wurden und versuchen, einen Teil der alten Freiheit wiederherzustellen, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Ja. Aber schaffen sie das? Sie schaffen es nicht, sondern wir erleben ja, dass so eine Veranstaltung wie die EWG völlig denaturiert zu einer EU wurde, die uns jetzt nicht nur die Atemluft besteuert und letzten Endes auch die Heizgewohnheiten der Bürger regulieren will, wie lange man einen Führerschein haben darf, wie oft man da ab 70 oder früher die Prüfung wiederholen darf. Ja, das ist alles zum Freundschaftspreis natürlich. Diese ganzen Organisationen, die also neu geschaffen werden, erfüllen ihren Job nicht. Es gibt für alle notwendigen Bedarf alte, bewährte Institutionen, die man reformieren kann und fortschreiben kann. Aber die neuen haben eigentlich nur ein Eigenleben, was uns allen schadet. Ja? Was der Gewerbefreiheit schadet, was der persönlichen Freiheit schadet und so weiter. Und da sind wir auch schon bei dem leidvollen Thema EWG und was daraus geworden ist. Also eine EU, die ursprünglich mal angefangen hat mit 100% Agrarhaushalt in den 50er Jahren und mit 100% Zollfreiheit für die Mitglieder, hat Sinn gemacht in den 50er Jahren, in den 60er und 70er Jahren. Aber daraus ist jetzt eine EU geworden, die den Handel verbietet, ja, indem sie Sanktionen ausruft, nicht nur gegen Russland und so weiter. Und das meistens nicht im Eigeninteresse, im Wohlverstandenen, sondern weil es unseren amerikanischen Freunden gerade so passt. Ja. Die darüber hinaus unsere Lebensgrundlagen beeinträchtigt, die den Landwirten verbietet, Landwirtschaft zu betreiben. Ja? 25% der Flächen soll stillgelegt werden mit solchen pseudowissenschaftlichen Begründungen. Bei der Auto ist es hier die NOx, die Stickstoffwerte und so weiter. In der Landwirtschaft ist es CO2 und Methan. Die Tiere müssen abgeschafft werden. In Irland sollen, 200.000 Kühe gekeult werden und der ganze Mist, ja. Also wir sehen, dass gerade diese neuen Organisationen, die nach dem Weltkrieg geschaffen wurden, die eigentlich dazu ausgerufen waren, die alte Freiheit wiederherzustellen, noch freier, noch rechtssicherer etc., damit da jedes Unternehmen und jeder Bürger, Einzelfall oder Kleinunternehmen, genauso wie die Großen, von profitieren können, sind gehijackt, haben ein Eigenleben, das zu stark mit der Politik verquickt ist.
und dient am Ende auch nur den Großkonzernen, sei es bei dem Finanzkram, der so endet, dass die kleinen Unternehmer keinen vernünftigen Kredit mehr von ihrer Hausbank kriegen können, weil sie behandelt werden wie internationale Großkonzerne, ja, bis hin zu irgendwelchen technischen Vorschriften, was den Häuslebauer, das Bauherrentum vermiest, was dem Kleinunternehmer die Produktion und den Export oder Import von was auch immer vermiest und so weiter. Es muss zurückgefahren werden. Ja? Also wir haben es nicht nur zu tun mit dem Bedarf, dass der Bundestag verkleinert wird und andere Geschichten, ja, sondern auch die internationalen Organisationen, die jetzt als der Retter daherkommen. Und ich glaube, die Leute, die heute draußen waren und insbesondere die jungen Leute, ja, es muss alles möglichst international sein, dann ist die optimale Krisenbewältigung, egal bei welchem Thema, möglich. Nein, viele Probleme verstärken sich dadurch. Erst recht, wenn das Geschäft von diesen Organisationen nicht darin besteht, konkret irgendwas abzuwickeln. Briefe, Pakete von China nach Japan, sogar nach Sachsen und Thüringen, ja, sondern darin besteht, immer mehr Steuerzahlergeld abzukassieren von denen, die es haben angeblich, ja, und da tatsächlich, die es noch rausrücken, ja, die nicht früh genug demonstrieren und nicht lange genug und so weiter. Und das zu verteilen für irgendwelche luftigen Zwecke, die eigentlich auch noch nie funktionieren haben, die eigentlich teilweise, okay, sogar satzungswidrig sind bei diesen Organisationen, wo aber man von aller Theorie her sagen kann, von aller über 100-jährigen Theorie zu dem Thema und von aller über 100-jährigen Erfahrung zu welchem Thema auch immer, es kann so nicht klappen. Gebt die nationale Souveränität an die Länder zurück, gebt die bürgerliche Freiheit zu konsumieren und zu produzieren, was nicht verbrecherisch und krank machen und sonst was ist, gibt das den Bürgern und Unternehmern zurück. Das muss das Ziel, ja, das muss das Ziel jeder internationalen Organisation sein. Und wenn man das noch, und wenn man jetzt die nationalen Organisationen, sei es Bundesregierung, Landesregierung oder welchen Verband auch immer, noch nicht mal dazu bringt, im Interesse ihrer Mitglieder zu handeln, dann wissen wir, dass wir es mit ein und derselben Problematik zu tun haben. Und wir sind dazu aufgestanden, diese Probleme nicht nur zu benennen, sondern auch zu lösen, mit Ihrer Stimme, mit Ihrer Hilfe, und schönen Dank dafür. So, vielen Dank, Harald. Dann würden wir es jetzt so handhaben, wie angekündigt. Einige haben ja auch wirklich durchgehalten, vielen Dank dafür, und steigen in die Diskussion ein. Wer hat Fragen oder möchte auch einfach nur, Herr Dietrich, direkt bei dir vorne, einfach mal sagen, was wir alles für schlechte Menschen sind? Nö, das weniger.